So, da sind wir bei The Last of Us. Weiter geht's. Wir sind wieder in der Tierhandlung angekommen, denn, ja, wir sind draufgegangen beim letzten Mal. Wir müssen gucken, dass wir hier durchkommen und von keinem der Banditen am besten gesehen werden. Denn in großartigen Kampf will ich nicht verwickelt werden. Ich habe keine Waffen mehr. Wir haben es geschafft zu entkommen, aber wir sind noch nicht wirklich sicher. Das einzig Gute ist, da draußen tobt ein ziemlicher Schneesturm, was die Sache für mich ein bisschen positiver macht. Das heißt, ich kann vielleicht gucken, dass ich schnell wegkomme einfach. Aber wie gesagt, großartig kämpfen macht keinen Sinn. Das andere, was ich nicht weiß, ist, ob dieser Schneesturm... Oh! Holy fuck. Großartig den Blick von den Gegnern hier irgendwie trübt. Ich glaub's jetzt einfach mal. Ich schau mal, ich gehe den gleichen Weg nochmal wie beim letzten Mal. Nur gucke ich, dass ich schneller rauskomme. Ohne, dass die Kerle hier... im Prinzip sich schon formieren können, denn hier in der Gasse beim letzten Mal bin ich eben genau auf die Gegenwehr gestoßen. Sieht auf jeden Fall... Holy crap. Sieht auf jeden Fall schon besser aus als beim letzten Mal. Ja doch, okay. Sie sehen auch nicht wirklich so gut in diesem Schneesturm. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also nicht nur mein Blick ist getrübt, sondern auch deren definitiv. Ich könnte versuchen, ob ich ihn von hinten töten kann. Oh ja, oh ja. Holy fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Gehst du runter, Mann? Oh ja, mein Messer von hinten, sehr geil. Am besten noch ohne, dass es irgendein anderer mitbekommt. Okay, habe ich wenigstens den Revolver schon mal. Ja, super. Noch einen Schuss. Und es war zum Glück ein Headshot. Bullshit. Gut, wenigstens habe ich jetzt 4 Schuss. Wie zur Hölle hat er das gesehen? Dieser Typ war gerade ultra blind, der da drum rumgelaufen ist. Und dann kam der aus, was weiß ich, wie vielen Metern Entfernung. Hat's gehört vielleicht? Gut, okay, er kann es natürlich auch gehört haben. Ich habe nicht wirklich darauf geachtet, leise zu sein. Mir ging es eigentlich mehr darum, dass der Typ down geht. Jetzt mal in Lauschmodus gehen, aber... es ist auch schwer zu sagen. Es ist wirklich schwer zu sagen. Ja, da oben ist unter anderem auf jeden Fall einer, der, ich weiß nicht genau, wohin geht. Ich glaube, er wird da wahrscheinlich runtergehen. Deswegen gehe ich hier mal unter diese, unter dieses Carport und warte einfach mal, dass er runterkommt und werde ihn dann von hinten schnappen. Yes! Okay, sehr gut. Geh down, Junge. Geh einfach nur down. Okay, der hat mir keine Ammo gegeben, aber was soll's. Zumindest habe ich mal wieder einen aus dem Verkehr gezogen. Ach, schau mal, wer da kommt. Hallöchen. Der geht da rein. Bleibst du da drin? Das ist die große Frage. Bleibst du? Nein, du bleibst da nicht drin. Das ist aber in Ordnung. Geh da lang, das ist kein Problem. Kann ich dich nämlich von hier packen? Oh, schnell verstecken. Schnell verstecken. Ich glaube, das hat irgendeiner gehört da hinten. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, irgendeiner hat was geschrien, aber es klang so, als wenn er mitbekommen hat, was hier abgeht. Ich habe nicht so wirklich einen Plan, wo ich gerade hingehen muss. Die Spuren im Schnee verraten mich natürlich auch noch. Ich weiß nicht, ob die darauf achten, aber die Gefahr besteht natürlich. Und die Gegner sind in dem Spiel ultra aufmerksam. Das haben wir ja mittlerweile mitbekommen. Hallöchen, ist da irgendjemand vielleicht? Also irgendeiner ist da definitiv, weil ich habe noch einen gehört, aber... ich weiß, ah, da vorne ist einer. Der sich aber auch nicht wegbewegt. Na gut, dann weißt du was. Komm schon. Geh mal da hin und guck mal danach. Da war was. Das kann ich doch nicht einfach so kalt lassen, Junge. Okay, es ist ziemlich kalt, ich verstehe schon. Ja, ja, aber das lässt sich doch nicht ernsthaft kalt, dass da jetzt irgendwie eine Flasche kaputt gegangen ist. Ich möchte jetzt auch nicht hochgehen und... na gut, okay, vielleicht... darüber eher... ist das eher der Bereich? Ja, da geht er hin. Oh,
Pack ihn! Sehr gut. Da ist auch noch ein bisschen Ammo dabei. Wunderbar. Ich glaube, ich gehe mal in Richtung Glocken. Das ist das Einzige, woran ich mich großartig orientieren kann. Da hinten irgendwo in der Ecke. Trotzdem würde ich mal hier kurz lang gehen und schauen, ob ich vielleicht ein bisschen was finde. Noch ein Medipack oder so. Ein bisschen Munition. Irgendeine Waffe. Oder zumindest mal hier eine Flasche, falls ich sie brauche. Okay, wir gehen da lang. Ich mache es mal so, wie ich gesagt habe. Ich gehe auf jeden Fall hier lang, gucke, dass ich Richtung Glocken komme und schau mal, ob da an der Kirche was abgeht. Oder was da an der Kirche viel mehr abgeht. Irgendeiner muss die Glocken ja läuten. Ah, shit. Okay, da komme ich nicht rüber. Muss ich vielleicht hier hinten irgendwo lang gehen? Über den Zaun, unter dem Zaun durch? Nein. Okay, dann wahrscheinlich doch in die Richtung weiter, wo ich gerade den Typen getötet habe. Und dann irgendwo weiter vorne eben abbiegen. Sollte ich mal so probieren. Ich guck noch mal ganz kurz, aber komme ich hier durch vielleicht auch einfach? Nee, durchquetschen ist nicht und drüber gehen ist auch nicht. Okay. Von mir aus. Dann müssen wir weiter in die Richtung. Nope. Lauschmodus erkenne ich zumindest niemanden. Aber das hat da nichts zu heißen, wie man gerade eben gesehen hat. Bist du sicher, dass ich niemanden beiß? Wir haben schon ein Problem. Und wir werden es lösen. Achsam, findet sie. Shit. Oh, shit. Komm raus. Komm ruhig raus. Oder ich komm rein. Wie wär's damit? Vorsichtig, ja genau, geh da lang. Entferne dich von deinem Kumpel. Sehr gut. Du solltest mal nachgucken, was mit deinem Freund los ist. Das ist einfach rumgefallen. Komm schon, geh weiter raus. Oder dreh dich um. Oh, was? Oh, shit! Damn! Fuck! Ah! Ich hab die Scheiße! Holy crap! Okay. Muss ich gerade mal die Notbremse ziehen. Das hätte ich besser hingekriegt, aber was soll's. Wir haben überlebt, alles gut. Das ist alles, was zählt gerade eben. Einfach durchkommen irgendwie. Gucken, dass mich hier keiner packt und zu arg verletzt. Oh ja, Street Fighter Fake, sehr schön. Oder Final Fighter oder was auch immer, irgendeins. Die haben sogar eine Pinball-Maschine. Pinball-Maschine, das war ultra gut ausgesprochen. Pinball-Maschine, dankeschön. Ich bin kein Trottel, ich konnte es gerade nur irgendwie nicht aussprechen. Meine Zunge wollte nicht so, wie ich wollte. Okay, da vorne latscht auf jeden Fall einer rum. Ich mache mal eine Lampe aus, nicht das... Das ist dann irgendwann noch der ausschlaggebende Punkt ist, dass mich irgendeiner sieht. Wo soll ich hin? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, wir gehen Richtung Kirche, Richtung Glocken. Alles andere? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt so viel Sinn macht, dahin zu gehen. Wie gesagt, irgendjemand muss diese Glocken auch läuten. Das heißt, es sind auf jeden Fall Leute. Und ich will eigentlich so schnell wie möglich gucken, dass ich wieder zu Joel komme. Ah, ein Schneemobil. Kann ich das klauen? Nee, das kriegt er nicht so schnell raus. Ich werde mich vorher packen, bevor ich damit irgendwo hinkomme. Wo sind sie? Naja, der eine läuft doch. Du Feigling. Du Feigling? Das sagen die Typen, die zu 20 nach einem kleinen Mädchen suchen. Das ist nicht dein Ernst. Scheiße.
Alles gut, du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Aber er ist aufmerksam geworden. Verdammt. Ich glaube, er hat mich. Ah, Jesus. Oh, mies. Scheiße. Das war ultra schlecht. Ah. Der hat mich böse erwischt. Das war ganz böse. Und ich habe ganz, ganz böse Ammo verbraucht hier. Mist, 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 Mist. Das war keine gute Situation für mich. Da bin ich, obwohl ich am Leben bin, als Verlierer rausgegangen, definitiv. Ja, ich hätte gern ein bisschen mehr von meiner Ammo behalten. Okay, da steht noch einer rum. Also ich muss sagen, sie sind doch schon sehr blind von diesem Schneesturm. Was ziemlich gut ist. Ich sehe ja auch nicht arg viel. Das ist die Sache. Ich sehe sie ja auch erst relativ spät, aber sie sehen mich... Echt jetzt? Echt jetzt? Der andere war ein Vollidiot und hat mich nicht mal auf 2 Meter gesehen und du siehst mich aus der Entfernung? Bullshitter. Es ist arschkalt. Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Das hat Schnee so an sich. Wenn dann noch Wind dazu kommt, oh Gott, ich möchte nicht mit der tauschen, Ellie, tut mir leid. Ich mache ja schon so schnell wie möglich. Nur gut wäre es halt auch, wenn wir so vorsichtig wie möglich vorgehen. Okay. Ist das eine Sackgasse? Komm ich hier drüber? Oh Mann, wie komme ich hier raus? Keine Ahnung, den Mülleimer verschieben vielleicht. Weil der echt tief im Schnee steckt. Ah, oh, oder da reingehen. Das geht doch. Okay. Wir sind in irgendeiner Küche gelandet. In der wahrscheinlich auch extrem viele Banditen rumrennen, oder? Würde mich wundern, wenn hier in dem Bereich keiner rumrennt. Also zumindest mal einer oder zwei sind definitiv hier und warten auf mich. Sehr gut, Medikit. So, mal da vorne Instant Energie. Oh nein, noch ein Medikit. Ist auch schön. Es ist immer gut, weil Medikit gibt mehr Energie als so ein Schokoriegel oder so eine Dose. Ich sollte nicht unbedingt auf das zerbrochene Glas laufen oder auf das Porzellan hier. Auf jegliche Art von Scherben soll ich eigentlich nicht wirklich rumlaufen. Wo sind wir denn hier gelandet? In irgendeinem Restaurant. Wow, okay, da gehe ich nicht lang. Klingt vielleicht bescheuert, aber nee. Die Gefahr ist mir einfach zu groß, dass ich damit irgendeinen aufschrecke. Gehe ich lieber noch eine Runde weiter. Im Steakhouse sind wir. Ein Todd Steakhouse, um genau zu sein. Ich weiß zwar nicht, wer Todd ist, aber er hat ein Steakhouse. Wobei das auch wahrscheinlich eine Weile nicht mehr betrieben wird, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wie ich da bloß drauf komme, ich weiß ja nicht. Fucking infiziert er vielleicht den Pilz aus den Augen wachsen? Ich glaube, das erklärt's. Ist ja gar nichts, Mann. Ist ja gar nichts in der Ecke. Okay, dann schaue ich mich da vorne ein bisschen weiter um. Ha! Oh, warte mal. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Keine Ahnung, was hier auf mich wartet, aber ob wir hier nochmal herkommen, ich nehme es auf jeden Fall mit. Es nicht mitzunehmen wäre extreme Verschwendung. Die ich mir gerade einfach nicht erlauben kann. Ich meine, es sieht okay aus. Es könnte, glaube ich, schlimmer aussehen. Aber ich fühle mich trotzdem noch nicht so wirklich sicher. Ich hoffe, dass wir Joel bald wieder treffen. Zu zweit ist immer angenehmer. Falls mal einer wirklich in eine Scheißsituation kommt, ist einfach der andere noch da, der ihm da irgendwie raushelfen kann. Vielleicht. Vielleicht. Was können wir denn hier machen? Nicht mal wirklich viel. Ah! Du schon wieder! Oh ne, echt, das hat er mir die Knarre geklaut. Schon okay.
kannst nirgends hin. Willst du raus? Dann hol dir doch den Schlüssel. Du bist nicht infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Wie komme ich hier lang? Ich brauche die Schlüssel. Was ist jetzt? Es ist mein Messer von hinten, Motherfucker. Oh Gott, das ist noch nicht genug. Holy shit. Du überraschst mich immer wieder. So schade, dass du uns ablehnst. Weil ihr Motherfucker seid, deswegen. Jetzt ist es zu spät. Na, dann gehst du, okay. Kriegst du eben von hier mein Messer in den Rücken. Kleines Häschen, lauf. Ich bin dabei. Was zur Hölle? Wie viel hält denn der Typ aus? Oh. Wie soll ich denn... Oh shit, wie soll ich denn da von hinten an ihn rankommen? Was zur Hölle soll ich denn da von hinten an ihn rankommen, wenn er so schnell rennt? Oh, crap, genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Fuck. Na super. Das war eine extrem beschissene Situation für uns. Wo ist er? Wo ist der Typ? What? Ist er tot? Wo ist der Kerl? Da hinten gerade gesehen? Ach, guck mal, da ist er. Okay, dich kriege ich. Dich kriege ich. Muss nur vorsichtig und leise sein, vor allem. Schon okay. Komm ruhig rein. Noch besser, dreh dich um. Dreh dich um. Komm schon. Ich kann auf jeden Fall nicht links an diesem Ding vorbeigehen. Bewegung gesetzt, hä? Oh, dich krieg ich, dich krieg ich, dich krieg ich. Dich krieg ich, Motherfucker! Yes! Ah, oh, shit, hab ich ihn erwischt? Ich habe auf jeden Fall übel zugerichtet, so viel steht schon mal fest. Und wir sind über Joel. Der auch noch unterwegs ist hier. Ich glaube, ich pack mal El Diablo aus. Wir sind... Okay, wir sind in der Nähe, definitiv. Wir sind nicht mehr so arg weit weg davon. Ich höre hier auch die Glocken auf jeden Fall schon läuten. Das heißt, so arg weit weg können wir nicht mehr von der Position sein, wo sie gerade mit ihm gekämpft hat. Oh, oha, oha sind es viele. Ich meine, gut, als Joel sind wir auf jeden Fall besser vorbereitet als auf Kämpfe. Aber das ist schon. Das sind schon extrem viele. Okay. Was geht, Bro? Verdammt! Oh shit, Molotow, echt jetzt?
krieg dich. Versteck mich nicht. Ich will dir die Birne einschlagen. Oh, komm, und die kommt. Na los, geht aus, du Bock. Kommt schon, kommt schon. Das ist dann doch eher Konfrontationskampf bei ihm hier. Wieder ist nicht gestorben davon. So, das war's aber. Okay. Ruhe jetzt. Liegt noch ein Bogen rum. Oh, denk gar nicht erst dran abzudrücken, Junge. Puh, okay, das hätte auch echt schief gehen können, dass ich jetzt auf ihn zugerannt bin. Haben wir schon das eine oder andere Mal gesehen, dass es nicht so die beste Taktik ist, einfach drauf loszurennen, selbst wenn die Gegner abgelenkt sind von einem Schuss in den Arm oder so. Das kann trotzdem ganz, ganz böse enden für uns, aber das war jetzt in Ordnung auf jeden Fall. Ist doch irgendwas, was ich hier mitnehmen sollte? Nee, nicht wirklich. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut rein und dann schauen wir beim nächsten Mal, dass wir so schnell wie möglich zu Ellie kommen, die ja gerade den Kampf mit ihm hatte und ich hoffe auch mal gut überstanden hat. Bis dahin, haut rein!